Und ja, ne, dann halt zu den ganzen Villen hinkommen und so weiter. Was ja dann doch schon immer wieder so ein kleiner Weg ist, ne? Muss man ja mal sagen. Aber wenn man jetzt hier die Magier zum Beispiel durchschaut hat, dann sind die jetzt nicht wirklich ein starker Gegner. Sind die einfach nur ein Geduldsgegner. Da sind die Explosionsviecher die schlimmeren Gegner, die das spawnt halt. So, komm. Versuchen wir mal den hier. Das sieht an sich auch nicht verkehrt aus. Nun muss ich halt die ganzen Sachen hier auch haben. Ihn in der richtigen Richtung treffen und sowas. Sonst wird das nichts. Ich meine, ich kann damit gut die Zombies hier vernichten und es ist auch ein verdammt cooler Effekt, wie ich finde. Aber es dauert halt dennoch ein bisschen. Aber das ist okay, kann man machen, definitiv. So, jetzt will ich aber durch hier, ne? Hier noch ein paar Items einsammeln. Und weiter. Ich dachte schon, was macht denn der Magier da jetzt für einen Effekt? Das war ja immer noch meiner. Au. Kannst du auch nicht machen hier. Wirklich viel verändern tut sich jetzt die Umgebung jetzt hier in den Abschnitten halt auch eher wenig. Hier kann ich hier nochmal in so einen Laden rein. Kann ich mal ganz kurz gucken hier. Was haben wir denn? Nein, ich will das nicht kaufen. Ich will gucken, ob wir einen tollen Anhänger haben. Wir haben hier 60, eine Regeneration, 40 Verteidigung und Dingens. Der hat aber keinen Angriff. Okay. Aha. Aha, nee. Der hat schon eine gute Regeneration hier drüben, aber dann verzichte ich auf so viel Schaden. Und das möchte ich gar nicht. So, der hat jetzt 50 und 1,2 Fidget. Ich glaube, besser gibt es im Moment nicht. Hier habe ich eine Rüstung, die genauso kacke ist wie die, die ich trage. Ringe. Regeneration. Ach, deswegen bekomme ich 2 Lebenspunkte immer. Verstehe. Hier hätte ich einen EP-Bonus. Aber ist jetzt auch nicht so viel. Das möchte ich jetzt nicht. Glaube ich. 1,1 EP-Bonus. Ich weiß ja nicht. 8 Glück. Aber der droppt halt viele Objekte, ne? Wir lassen es mal dabei. So, und dann vergeben wir auch mal den Kampfkunststein hier. Einfach mal wieder im Fidget reinpacken hier. Weil, ne? Ist besser. Im Moment. Schon macht das hier nochmal ein bisschen mehr Damage. Eine Notiz für euch zum Durchlesen. Das war's. So, schauen wir mal, was haben wir denn in dieser wunderschönen Truhe. Wahrscheinlich auch wieder nur das Beste vom Besten. Ein Bauplan. Sollte echt mal hier den Schmied aussuchen bei Gelegenheit. Wow. Atomic Boom. Okay, da ist ein Schlüssel. Aber wie komme ich da jetzt am besten ran? Von hier aus wahrscheinlich gar nicht. Ich komme da später auf einen anderen Weg irgendwie hin. Ich weiß nicht. Alter, es macht Damage hier. Damage. So mag ich das. Orbital Swipe. Ein Speicherpunkt. Und hier kommen wir auch schon zur Villa. Warte, wir haben hier eine Notiz. Die kann ich auch nochmal hier für euch zeigen. Zack, Notiz des Dieners 2. Für euch zum Durchlesen. Nicht für mich. Hier was zum Explodieren bei Gelegenheit. Ja, komm, leck mich fett hier. Oh, ein Schlüssel. Welche Seltenheit. Ich freue mich drüber, aber trotzdem welche Seltenheit.
So. Alter. So, und weiter, 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 weiter. Ups. Der sieht aber auch komisch aus, so allgemein. Ich weiß ja nicht, was ich von ihm halten soll. Nicht, dass ich noch gegen ihn kämpfen muss, aber wahrscheinlich schon. Ja, super. Jetzt hier auch noch springen hier mit den Stacheln und sowas. Na, klasse. Wenigstens macht er keinen Instant-Tod. Muss ja auch mal seine Vorteile haben, ne? So, weiter durch. Irgendwann kommen wir doch mal ans Ende hier. Jetzt so ungefähr. Sieht gut aus. So, den Spazierstock. Nur noch ein Item. Irgendwo hier soll auch noch ein Item versteckt sein. Ach, da oben. Ja, muss man fliegen können, ne? Ja, leck mich fett. Ich bin weg. Ohne mich, ihr Deppen. Ah. Waren da einfach mal Dornen aufgestellt, die ich nichts gesehen habe. Hui. Irgendwie ist der Rückweg meistens immer so ein bisschen kürzer. Halt nicht nur, weil du die Treppen hier runterspringen kannst, sondern halt auch so generell, habe ich das Gefühl. Oder es kommt dir halt nur so vor, weil du halt nicht verfolgt wirst. Kann auch sein. Ich habe noch nicht ausgiebig darüber meditiert, von daher kann ich es nicht genau sagen. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ach komm schon, leck mich fett hier. Wow, Damage! More Damage! Noch mehr? Kriegst du! Oder nicht? So. Boom! Mit der Bombe drin. Er lebt immer noch. Was ist das für ein Kacknapp? Ich soll nicht wahr. Ach, geh mir aus dem Weg hier. Ich gehe hier raus. Ach, wo kommt der auf einmal her? Gut, dann muss ich aber auf jeden Fall noch dahin. Wo ich schon mal war, war anscheinend gibt's da noch mal so ein eine Villa, wo ich mal durch soll. Und deswegen müssen wir da mal nachschauen. So leid es mir tut, was muss, das muss. Und irgendwie geht es auch hier drüben weiter oder vielleicht auch nicht im Moment, ich weiß es nicht. Vielleicht halt erst später, vielleicht bekommen wir später so eine Flugfähigkeit oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber es sieht zumindest einiges danach aus, dass man halt irgendwie später so ein bisschen fliegen kann oder soll oder keine Ahnung. Warte, wir gehen nochmal kurz zum Händler. Oder? Nein, wir gehen nicht zum Händler. Er hat gerade überlegt, wenn wir ihn Sachen verkaufen, ob er, also jetzt von den Handwerksmaterialien, ob er uns dann auch neue Sachen anbietet. So nicht nur die Handwerksmaterialien zum selber verkaufen, zum selber kaufen, sondern halt die neue fertige Produkte oder sowas. Aber ich glaube nicht. Hat mich stark gewundert. So, da muss ich hier ganz kurz rein hier. Brauchen wir die Hotdogs in der Leiste. Sonst kann ich nicht arbeiten. So ein Hotdog braucht man bei der Arbeit schon mal. Das ist wieder ein mega langen Weg nach da drüben hin. Dauert hier nur 3 Stunden mindestens, bis man halt da drüben ankommt. Und gerade durch die Barriere durch. Sehr schön. So, aber jetzt muss ich hier wahrscheinlich, ne? Noch nicht. Au. Okay, muss zumindest diese Zombies hier erledigen. Irgendwas muss man ja immer, ne? So haben wir es dann mal bald. Eine Peitsche oder sowas, keine Ahnung, ein Seil, frag mich nicht. So, hier ist noch einer. Will Davi aber, ne? Danke. Ich weiß, ich lasse sehr viel liegen, aber wir müssen auch mal vorankommen hier.
sind jetzt schon wieder eine Stunde dabei, einfach nur die diversen Villen hier zu finden. Ohne, dass hier irgendwas am Fortschritt wirklich passiert. Das ärgert mich halt so ein bisschen. Weil ich will ja auch in der Story vorankommen, will wissen, wie es weitergeht und. Ja, und ihr sicherlich auch. Deswegen, ne? Und das... Ich will nicht sagen, es ödet mich an hier gerade so die Stelle, aber es ist... es zieht sich so wie so ein Kaugummi halt, weil ich auch so doof bin und so. Oder mich zumindest doof anstelle an einigen Stellen. Nein, du sollst hier runter. Hui. Hui. Aua. Hier oben kann ich auch doch sicherlich noch irgendwas finden oder sowas. Oder auch nicht. Oder ich muss hier lang. Ich weiß es nicht mehr. Weil irgendwo soll ja auch... Nein, hier gar nicht. Aber halt drüben soll noch irgendwo ein Item versteckt sein. Aber soll mir jetzt auch egal sein. So, jetzt aber durch hier. Jetzt nach unten. Wo war denn jetzt hier das unten? Das war hier irgendwo, genau. Einfach irgendwo da in die Mitte durch. Wenn ich mich nicht irre. Hier. Ich muss schon sagen, dass mit dem Blitzen und sowas, wenn da diese Effekte so eintreten und sowas, das sieht schon sehr cool gemacht aus und sehr stimmig für das Spiel an sich. So darf es gerne sein. So, hier komme ich doch weiter, ne? Glaube ich. Wow. Einfach mal Schaden anrichten hier. Egal, ob man es braucht oder nicht. Schaden ist nie verkehrt. Au. Ich werde es nicht mehr lernen hier. Och, Herr Magier, gehen Sie mal weg hier, bitte. So, hier haben wir einen Speicherpunkt. Wir haben auch im Hintergrund schon so komische Häuser. Das würde zumindest passen. Oh, kritischer Treffer. Passiert. So, wo ist denn jetzt eine Villa? Ist die hier unten weiter? Hier unten kann ich durch mit einer Bombe, wenn ich die jetzt dabei hätte. Was ich natürlich nicht habe. Also sowas zum Beispiel habe ich beim letzten Mal, als ich hier war, jetzt nicht gesehen. Frage ist ja auch so ein bisschen, wo war die hier jetzt? Ich weiß, ich habe vorhin eine gesehen. Hier. Dann muss ich den ganzen Weg nach da hinten hin schleppen hier. Hoffen, dass die jetzt nicht hier explodiert und so. So. Das sieht doch gut aus. Und dahinter ist hier so ein Symbol für, wie können wir reingehen. Okay. Nanot-Anwesen. Ach, nö. Nö. Nö, sehe ich jetzt gar nicht ein. Nee, leck mich doch. Also nicht wörtlich nehmen, ne? Also ich will nicht, dass so ein komischer, wichtiger Geistmonster-Gedöns mich leckt. Stehe ich nicht so drauf. Klingt komisch, ist aber so. Meine Succubus habe ich dann schon mal, ja, ne, kannst du machen. Aber hier, ne. So, weiter. Und immer weiter. Bis wir irgendwann an unser Ziel ankommen. Was auch immer hier unser Ziel ist, ich habe keine Ahnung. Aber dann können wir endlich zurück und die Quest dann halt auch abgeben und so was. Großer Raum. Eine Wand. Er folgt uns nicht. Sind wir in einer Sackgasse? Ah. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Hier habe ich... Ne, könnt ihr wieder durchlesen? Wir gehen hier durch. Und haben hier das letzte Item, ja? Ich sensing a pattern with these items, but we'll let Cora explain.
Let's return to the center of the meadow. Na, dann mal los. Och, ihr schon wieder. Ist ja nett, dass ihr auch dabei seid. Hätte ich euch heute erwartet, hätte ich Kuchen da.